wird diese Maschine, wo werden solche Maschinen in Zukunft Anwendung finden? Geht es da vielleicht noch weiter? Kann man irgendwann noch größere oder noch schneller verlegen? Oder was kommt da als nächstes? Wir versuchen natürlich immer weiter, immer größere Rohre einzuarbeiten, um natürlich auch verschiedenen Ländern, Kunden zu helfen, schnell auf kurze Zeit Infrastruktur zu schaffen. Und am Ende Umwelt und Kosten zu schonen. So ist es.